Herzlich willkommen zu einer neuen und ich glaube vierten Runde zu Let's Play Skyblock, der Name Matos Map. So, das Nether-Portal ist jetzt erstellt. Jetzt müsste man es eigentlich auch aktivieren können, jawohl. So, und jetzt würde ich sagen, huschen wir da mal rein. Und hoffen, dass alles gut geht und wir unten irgendwo an einem vernünftigen Ort landen. Was im Nether ja immer das große Problem ist, dass man irgendwo landet. Lassen wir uns einfach mal überraschen. So, naja, gut. Schön wäre jetzt was anderes, aber wir haben da unten Lava, das ist gut. Machen wir erstmal hier so ein bisschen ums Portal frei, dass man für den Notfall da immer schnell rein und raus kann. Außerdem kann man diese Netherziegel wunderbar verwenden. Da kann man sich nämlich ganz schnell den Rahmen für den Cobblestone-Generator von basteln. Und das baut sich wesentlich besser und schneller ab wie alles andere. Also wir nehmen das mal hier reichlich von mit. Schaden kann das nie. Ja, finster hier. So, ein Stack haben wir schon. Mal gucken, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen was zusammenkriegen. Zweifelsfall müssen wir noch eine Kiste schnell machen. Das müsste reichen, oder? Ach komm. Machen wir einen zweiten Stack noch voll. Vielleicht finden wir noch was Tolles hier. Gucken, wo ein kleines Loch gebuddelt. So. Zwei Stacks Nethersteinchen. Sieht irgendwie ganz hübsch aus. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier unbeschadet runterkommen. Unser Eimerchen. Gucken, das war hier irgendwo. So, mal so. Oh, hier mal einen frei und da noch einen frei. So, das Eimerchen. Und ein Eimer Lava. So, das reicht eigentlich jetzt hier erstmal unten. Man kann noch mal schnell noch mal gucken, ob hier noch was Interessantes ist. Ja, da oben ein paar Glowstones. Da könnte man noch ohne Probleme hinkommen. Oh, die Glowstones, die nehmen wir mit. Da kommt man ja fast spielend dran. Ja, die hier. Reicht das? Reicht noch nicht. Ist ja doof. Alles, was man leicht erreicht, sollte man ruhig nutzen, weil man weiß nie, vielleicht braucht man es mal irgendwann. Gut, den einen lassen wir, damit das ein bisschen hell bleibt hier. So, alles eingesammelt und zurück geht's nach Hause. Wir hoffen, dass wir jetzt nicht irgendwo runter segeln, wenn wir hier wieder rauskommen, dass die Plattform groß genug gewesen ist. So, wunderbar. So, und jetzt können wir im Prinzip hier irgendwo rüber dackeln. Da sind wir wieder. Telefonzentrale ist jetzt geschlossen für heute, hoffe ich mal irgendwie. Also langsam geht es mir echt auf den Keks. Aber was soll's.
So, das Eimerchen mit der Lava packen wir mal weg. Den restlichen Klumpatsch packen wir auch weg. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Gut. Jetzt dackeln wir darüber. Und bauen erstmal hier die Plattform weiter, insoweit, dass wir hier unseren Cobblestone-Generator aufbauen können. Den bauen wir einfach mal in der Höhe, weil ich es kann. Zack. Na, komm, Stückchen noch. So. So ungefähr die Größe. Da einen hin. Jetzt muss ich jetzt kurz überlegen. Da die Lava rein. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Jetzt hätte ich mir natürlich einen Half-Step mitnehmen sollen. Kann ich die hier machen? Nee, kann ich natürlich nicht machen. Ist doof. Also nochmal rüber. Also hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, irgendwann die Wege breiter zu machen. Das ist im einfachen Grunde, weil es dann wesentlich sicherer ist, hier irgendwo lang zu dackeln, ohne halt eben abzustürzen. Aber das kann man ja dann im Nachhinein alles mit dem, mit den Cobblestones machen. Also das ist weniger, denke ich mal, das Problem. So, den machen wir jetzt doch wieder weg. So, und dann machen wir hier da einen hin, da einen hin, da einen hin, da einen hin, da einen hin. Einen vorne vor, damit wir rauf können. Und da einen hin und da einen hin. Nein, da nicht, aber egal. Da können wir hin, jawohl. So, hier einen hin und jeweils einen oben drauf. Haben wir genug mitgebracht, also ist das nicht das Problem. So, dieser Block, jetzt habe ich mich eingesperrt. Der Block da, der muss dann weggeschlagen werden. Das heißt, wir müssen den hier wegschlagen. Setzen hier, da noch Half Steps vor, um dann gucken, dass wir aus denen hier auch noch Half Steps machen. Quatsch. So. Ja, das geht natürlich nicht. Okay. Dann müssen wir das anders machen. Da haben wir noch Holz. Da machen wir jetzt erstmal noch ein paar Half-Steps von. Den Eimer mit der Lava nehmen wir mit. Was brauchen wir denn noch? Ich glaube, das reicht fürs Erste. So, da wir ja hier auf einer Insel sind und da unten wahrscheinlich irgendwann Wasser rauslaufen wird, machen wir den mal weg hier. Setzen den einen tiefer. Ups, machen den weg. Hoffen, dass wir den kriegen. Ja, komm, ja. Setzen den auch einen tiefer. Setzen hier einen hin und da einen hin. Das ist nämlich der Punkt, wo wir uns dann reinstellen können. Packen da einen hin, damit es hübsch aussieht. Und setzen da. So. Und füllen mal hier schon mal die Lava rein. Und hoffen, dass hier nicht alles in Flammen aufgeht. Ich weiß jetzt gar nicht, Feuer. Naja. Ja, macht jetzt fängt eher an zu rechnen. So, und dann nehmen wir hier ein Eimerchen mit Wasser. Ja, blöd. Wer hier das Wasser reingepackt, was ich nicht brauche.
hier wieder rüber. Wilde Dackelei. Hep, hep, hep. Füllen das Wasser da rein. So, und sollten jetzt rein theoretisch unseren Cobblestone-Generator haben. Wobei ich hier fast nochmal sagen würde, noch einen dran gesetzt. So. Die nochmal weg. So, das müsste gehen. Mal gucken, der Raum ist da hinten offen. Machen wir so. Jetzt müsste er funktionieren, in dem Moment, wenn ich das Steinchen hier weghaue. Na, wunderbar. Gut, man hat natürlich jetzt, ich sag mal, einen relativ überschaubaren Verlust, hoffe ich mal, wenn hier mal irgendwas passieren würde. Muss ich kurz gucken, kann ich den hier oben, kann ich den wegnehmen? Den kann ich auch wegnehmen. Gut. Dann könnte ich eigentlich... Ah, mal gucken, das müsste gehen. Ja, geht. Setzt man sich hier nämlich noch einen Half-Step hin. Und hier einen Half-Step hin. Dann kann man nämlich nicht mehr zurückgeschossen werden durch das Wasser und kriegt dann doch hier relativ viele von den Cobblestones. Jetzt habe ich mir gerade ein Loch in die Wand da hinten gehauen, oder? Täuscht das? Ne, täuscht nicht. Soll ich uns hier nochmal rausbauen? Gucken, dass wir hier einigermaßen heile langkommen. Da noch mal einen Block setzen und versucht dann das Loch da wieder zu flicken, damit das nicht in der Map so rumleckt. Ja, und somit haben wir im Prinzip unseren Cobblestone Generator und können jetzt ohne Probleme eigentlich alles bauen, was wir möchten und auch so groß bauen, wie wir das möchten. Da die Aufgabe in dem Aufgabenheft auch hieß, wir sollen eine Fläche von 50 mal 50 Blöcken machen mit Cobblestone. Das ist jetzt eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Man kann damit ohne Probleme jetzt seine Flächen machen und ja, eventuell auch irgendwas Hübsches regenerieren und bauen und braucht sich keine Gedanken mehr, um irgendwelche Ressourcen zu machen, da sie jetzt ohne Ende verfügbar sind. Einmal nur über die Nethersteine, die man ja auch bequem hier verbauen kann, die so schlecht ja noch nie aussehen. Und im Zweifelsfall hier über den... Ich wollte nicht schlafen gehen, ich wollte die Steine haben. Machen wir uns hier nochmal flugs einen Ofen, den wir hinstellen, einfach mal da, und können uns jetzt auch eine Steinaxt noch mal flux bauen. Sticks haben wir keine mehr, egal, ist nicht schlimm, können wir ja neue machen. So, da die hin und zack, zack, zack. Eine Steinaxt gebaut, den man dann bequem hier die Bäume gemütlich abholzen kann. Und selbst wenn jetzt halt die Axt kaputt geht, ist ja kein Problem. Dadurch, dass wir einen Cobblestone-Generator haben, können wir uns halt immer wieder ohne Probleme eine neue Axt craften. Man sollte halt nur aufpassen, dass man nicht alle Holz
Klötze hier für irgendwas verbaut, dass man halt eventuell nochmal so ein, zwei Sticks sich davon basteln kann, dann gibt das eigentlich keine Probleme. Ja, soweit der Start zu Skyblock. Auf der Map Name Mythos. Ich packe das hier mal alles zurück, was geht. Geht nicht alles. Und ja, so mal eben kurz in 4 Folgen, glaube ich, sind es jetzt geworden, euch gezeigt, wie man am besten eine Skyblock-Welt startet und damit auch einigermaßen vernünftig vorwärts kommt, um halt größere Projekte zu starten. Ich sage für diese Serie, für dieses Tutorial Minecraft Skyblock Start erstmal ciao und ich wünsche euch was Schönes und vielleicht sehen wir uns auf irgendeinem Server wieder. Ciao, ciao.